So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich sitzen jetzt an Tütchen Nummer 2, ja. Das Schmiedeset. Die Grundsteine sind gelegt. Wir sollen den Kollegen meine Seite tun. Ja, so ein bisschen. Die können doch nicht einziehen. So. Dann darf ich die Tüten recyceln. Aber die kleinen Tütchen. Okay, weil ich kümmere mich darum, dass unsere Zuschauer was zu sehen bekommt. Ja, wäre nicht schlecht. Diesmal bekommt ihr auch was zu hören. Zeig mir. Oh, das ist jetzt schon ein interessanter. Ja, das ist der Stein, wo du erstmal, du musst rausziehen, ja? Okay. Du musst ja rausziehen. Ja, aber nicht jetzt. Nein. Oh. Das ist ja ein Bauschritt, bloß legst an der Seite. Willst du einen Bauschritt rausziehen? Ja, sicher. Nein. Ich möchte wetten, das ist eine Seite, wo nur dieser Stein erklärt wird. Wir werden es gleich sehen. Wir werden sehen, ob Thorsten recht hat. Ja, ich kann mir das vorstellen. Was ich ja das schön finde, weil wir auch vorhin über die Farben gesprochen haben, beziehungsweise im letzten Teil für die geneigten Zuschauer, man kann sie sehr gut erkennen, auch in den Bauschritten. Ja, die machen sie ja immer so gelb umrandet, dass man sieht, okay, was ist neu dazugekommen. Ja, da ist ganz falsch. Kommt so dahin. Ja, aber auch durch die farbliche Abhebung kann man es diesmal recht gut erkennen. Es gibt ja auch andere Sets, wo das ausgegraut ist und der Rest wieder farben. Das fand ich gut besser. Ja, ja. Also. Den Turm fand ich da. Also Lego macht das wieder so viel. Lego macht es immer so, wie wir es nicht wollen. Genau, richtig. Aber das ist nicht nur Lego, das machen glaube ich viele Unternehmen so. Haben wir alles. Das war alles, ja. Die haben wir, den haben wir. Das ist noch einmal hier. Ah, da, der Dreier fehlt noch, siehst du? Drei, genau. Ja, guck mal, was ist denn das? Das finde ich immer so spannend, wenn du so Bauschritte hast und dann, ja, was wird das denn jetzt? Weil meistens sieht man die Sets ja nicht im Detail, guckt man sich ja sich selten vorher fertig. Nein, guckt man nicht. Man hat Interesse am Set und dann denkt man sich, komm, gönn dir. Und dann ist man hinterher überrascht, was man denn da wirklich alles zusammenbaut und machen, ne? Dobala. Moin. Kann ja auch eins bleiben. So, wo kommst du jetzt genau hin? Wahrscheinlich direkt hinter den Fass. Direkt hinter den Fass. Aber da ist kein Feld frei dazwischen. Nee, gar nicht. Weil meine Kiste hier noch hinkommt. Ah, ja, das ergibt Sinn. Ja. Was ist denn das? Kohlebriket? Sieht so aus, ne? Oh, ich habe richtig viel zu tun jetzt. Guck mal, wie ich das hinkriege. Es wird eng. Sehr eng. Ja. So, was? Wo kommt das denn hin? Ich habe ein Blümchen abgerissen. Der Rasenmäher war damals ja so noch nicht. Nee, die konnten das gar nicht. Die haben die ihre Sense genommen und dann einmal gesenst. Ja. Und der Schmied dann wieder was zu tun hat, um die Sense zu stellen. Das stimmt. Das finde ich sind ja tolle Steine. Dieses Blau. Irgendwo ist denn? Das sieht toll aus. Und wo kommt das hin? Das kommt irgendwo. Da rein. Da rein, ne? Ist das Ambus? Nee. Ja, aber wieso steht das mitten in der Luft? Kann nee, ich setz da einfach rein. Ja, aber das kann doch nicht sein, ne? Doch, so. Und dann reinsetzen. Ach, dann Schleifstein. Ein Schleifstein ist das. Und der kann sich drehen, ist doch gut. Guck mal, das ist nicht mehr, noch mehr als 10. Oh, Tatsache. Oh, ja. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, dann hast du recht, okay. So, da ist dein Stein. Yay! Kommt der hier so? Na, sowas. Nee, das kann nicht sein. Soll das mal gucken? Haben wir was vergessen? Ja, wir haben was vergessen. Nee, der ist. Ach so! Ja, wir haben nichts vergessen.
Nicht so wie sonst immer. Nee, ich muss noch einmal kurz gucken, ob wir... okay, der ist... Was denn jetzt? Das stimmt nicht, ja. Was? Das ist bündig. Kriegst du die raus? Ich hab meine... Welche sind bündig? Die beiden, die grauen, müssen ein zu mir rüber. Wir haben ja unser Profi-Werkzeug. Oha. Auch dafür? Das wird aber knapp. Normal geht das. Ja, dann hau rein. Wieder Vorführeffekt geht nicht. Ich habe auch keine Finger nicht gerade. Ich nicht, ja, nicht wirklich, aber es geht. Genau, da kommen die nämlich hin. Weil der eine, der sitzt nämlich so, dass das hier möglich kommt. Ach so. Der Stabbelgen. Ich bin da nicht aufgepasst. Ich weiß gar nicht, wer die reingesetzt hat. Kann nicht auch gewesen sein. Nee, das war ich. Okay, du warst es. Na, 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 na. Ihr könnt ja gerne eine Story spulen und das mal sehen. Genau, lasst ein Like da, wenn erster und zwei, wenn ich es war. Ist das ein Vierer? Ja. Ups. Den Nippel hat es jetzt rausgezogen, ne? Diese Lasche hier. Ja, ja, sicher. Ah, so funktioniert der Hase. Damit das leuchtet, ja. Das ist Kohlenfeuer. Ich überlegen, warum jetzt Strom zuführen, lol. Da ist auch eine Batterie drin. Krass. Das war ein Legostein. Ja, den nehme ich auch brauche. Ja. Ach, wo hast du denn blau? Ja, das ist eine gute Frage, wo wir blau nutzen. Blau in einer Schmiede. Sieht aus wie ein Teil vom Auto irgendwie. Ja, irgendwie schon. Wann kommt die Glut? Ja. So. Ist die Frage, wo das hinkommt. Ganz solche Vorsätze. So. Kann ich mal noch ein bisschen weiter hier vorlesen. Von großer Bedeutung für das christliche Europa waren die Juden. Aufgrund des Zinsverbots der katholischen Kirche waren den Christen Geldgeschäfte verboten. Nicht aber den andersgläubigen Juden. Sie waren Schutzbefohlene der Landesherren und wurden als Minderheit nur widerwillig geduldet. Aufgrund des Antijudismus im Mittelalter waren sie Opfer von Judenpogromen und Vertreibungen. Leider. Schon damals, ja. Ja, aber da waren sie auch, da war ja auch die Kirche schuld, weil sie nicht allen erlaubt haben, Zinsen zu geben. Ja, weil in der Bibel steht, du sollst es nicht tun. Ja, ja. Bibel. Das Buch heißt nun mal so, wie soll ich es denn nennen? Da steht halt nun mal drin, dass es nicht erlaubt ist. Für mich ist es eine Mythensammlung. Ja, ist ja auch okay. Ich finde es auch halt eine nette Geschichte, aber mehr nicht unbedingt. Oder inspirierend vielleicht eher. Hoppa. Da muss ich noch dran kommen. Warum? Weil die ganzen orangenen Teile da noch drauf sind. Ach so, Entschuldigung. Warum musst du da dran? Gibt's nicht. So lang, Gegenpause. Boah, den kriegst du nie wieder ab. Muss ja nicht. Also du hast es falsch gemacht. Dann ja. Ich bin immer mal überlegen, ob ich die alten Sets von den Simpsons nicht doch mal sauber machen soll, so richtig. Aber das würde heißen, dass ich sie komplett abreißen. Komplett abreißen, entstauben, wir zusammenbauen. Ja, beziehungsweise den Kopfkissen und eine Waschmaschine soll auch gut gehen. Ja, oder? Richtig, den Kopfkissen und eine Waschmaschine, ja. Hast du mal gemacht? Nee, aber das soll helfen. Ich hoffe, dass wir mal einen mit Erfahrung hier sitzen. Nee, das habe ich auch gelesen, dass das am besten sein soll.
Und schade um die Aufkleber, weil die gehen tatsächlich ab mit der Zeit. Ja, die gehen ab, leider. Wir haben gar keine, ne? So wie das bisher aussieht. Nee, wir haben überhaupt keine Aufkleber in diesem Set. Überhaupt nicht. Das fanden auch viele sehr gut. Also das hatte ich auch in den Kritiken gelesen. Das fanden einige sehr gut, dass es mal nicht kleben gibt. Im Mittelalter gibt es ja keinen Aufkleber. So. So, können wir schon umklettern. Ich kann hier mal... Ja, du kannst auch was tun. Ja, ausnahmsweise. Das ist das hier. Das ist spannend. Ach, das sind Dreier und nicht Zweier. Was ist der hier? Nee. So, falsche Ecke. Oh, Leute. Man muss mal genau hingucken. Das finde ich cool. Das sieht aus wie so ein Blasebalken, ne? Ja. Das so soll es sein. Ah, jetzt ist mir das Prinzip klar. Also. Leuchtstein. Ja, ja, Leuchtstein. Blasebike. Und immer wenn der Luft bläst. Geil, sehr cool. Das ist geil, ne? Sehr coole Idee, ja. Das ist wirklich gut gemacht. Ja, kannst du noch festmachen, so ist es nicht. Nee, kannst du gar nicht. Nee, solltest du auch nicht. Ja, das ist gut durchdacht, muss man ja mal sagen. Ja. Glaube für ein Ideaset hat es sich mal echt immer Mühe gegeben. Nicht, dass die anderen Ideasets nicht gut wären, aber... Die sind da ja alle gut. Haben wir schon mal ein Ideaset? Wird zusammengebaut? Ich glaube nicht, oder? Big Bang Theory. War das auch Ideas? Ja, das war auch Ideas. Waren nicht so viele Gimmicks drin. Ja, muss man halt sagen. Big Bang Theory, yo. Jetzt haben sie das wieder rumgedreht. Boah. Ja, muss ja auch mal, ne? Geht ja andere nicht. Perspektive. Ja, aber es ist überhaupt nicht notwendig eigentlich. Doch. Nee. Doch. Nein. Was Nintendo gerade noch gut gemacht hat. Nein, alles gut. Ich wundere mich gerade, hey, haben wir letzte Reihe vergessen? Nein, das ist schon die wir gebaut haben. Nur man sieht sie halt jetzt auch. Holzscheide kommen jetzt auch. Die finde ich auch immer gut, diese ja, Holzscheide. Deckelchen. Wie so Baumstämme, ne? Ja, richtig. Den Stein kenne ich auch noch nicht. Diesen doppelten. Doch. Doppelt? So. Einfach, ja, aber doppelt. Hä? Wo sind denn die anderen? Gibt es noch eine Tüte 2? Ist das das hier? Nein, guck doch, da müssen auch noch mal solche... Zehn Teile. 11 Stück von denen bräuchtest du von diesen. Ja, und ich habe nur 7. Echt? Ja, ich habe nur 7. Na ja, nicht mehr. Doch. Hallo Hund. Überbringen wir den Tritt einfach mal. Ich meine, hier werden noch welche drin, aber... Ja. Gucken wir später. Oh. Warte mal kurz. Später. Ja, ja, ich will ja nur kurz... Oh ja, fauch mich nicht an. Wir hatten das schon mal, da hatten wir... Ja, ja. Für einen Bauschritt brauchten wir Tüte 2 und... Ja, ist aber nur 2, ne? Sonst müssen ja 2 und 3 da drin stehen. Stimmt, den war, ja, stimmt, hatten wir auch schon mal. Einmal haben wir das gehabt. Ja, wir werden ja sehen, wenn noch mehr fehlen. Ja. Eins,
2 mal 4, 5, 6, 7, 8 mal 10, 11. Das müsste ein bisschen irritiert. Die Deckel, die sind hier da. Die Deckel sind da. Aber die Fässchen. So, wo ist jetzt das Schwertchen? Wo kommt das denn jetzt hin? Daneben. Da, wo der eine noch frei ist. Ach so. Kannst du das noch bauen, da? Ja, ich hab ein Horn da. Die Horn des Horn Gunners. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Der Markenzeichen hat aber ein Tee erlebt. Hä? Das geht doch nicht. Nee, ich glaube, das ist seitlich nach vorne. Ich glaube, das musst du so drehen. Wobei, da ist noch einer frei. Sowas. Das ist perspektivisch etwas seltsam. Ja, deswegen komme ich ein bisschen durcheinander. Ja, ist okay. Dafür bin ich ja da. Was die Klingel? Ring, ring. Ja, wer weiß, was das sein soll. So, dann kommt ein bisschen Geblümse. Irgendwo haben wir wieder einen Teil vergessen. Ich glaube nicht, dass das sehr übrig sein bleiben soll. Das sind jetzt aber auch nicht Teile, die du da runter machen könntest. Nein. So, als. Weil das war so der erste Gedanke, den ich vorhin hatte. Achso, ist anders. Muss ich anders tun. Ich könnte ein bisschen versetzt machen. Kommt da noch was drüber? Nein, ne? Im Moment nicht, ne. Was auch immer du da drauf machen willst, mach es. Ich habe nur noch ein paar Blümchen für die Ecke, aber da kommst du nicht bei. So. Ja, komm mal. So. Ja. Aber was soll das herstellen? Kamin? Sieht ein bisschen komisch aus. Da ist schon Tüte Nummer 3. Ja, also, was ist das? Warum sind die übrig? Deswegen, ich habe erst gedacht, man könnte die. Nein, die sind auch nicht da. Ja, auch nicht. Jetzt nur der Blasebalg. Da auch nicht. Da auch nicht. Auch nicht. Da auch nicht. Ja, hast du bestimmt vergessen, oder? Ach, ja, nein. Ich habe die genommen, die du brauchtest. Da ist der Fehler. Das ist da. Ja, da habe ich nicht aufgepasst, stimmt. Das wäre ein Lego-Set ohne Fehler. Also ohne Baufehler unsererseits. Das stimmt, das werden immer ein Baufehler. Das habe ich so nicht gesehen. Okay, cool. Ja, weil es optisch so nah an dem ist, ist egal. Da ist auch schon Rahmen. Ist ja weg. Ja, dann brauchst du die noch zu Ende, würde ich sagen. Wo ist es jetzt? Noch ein Feuer, ne? So. Aber es passiert schon recht viel, ne? Also was zum Leuchten, was zum Drehen. Ja, stimmt. Da fehlt trotzdem noch einer. Nee. Ja, da ist einer. Schon sagen. Ja, den hätte ich jetzt nicht noch aus der Hose ziehen können. Nee, das nicht. So, wo kommt das jetzt eigentlich hin? Dazwischen. Ja, also. Sieht auch cool aus. Ja, die Holzscheite, ne? Die cool. Richtig neu ist. Ja, dann haben wir das repariert. Du hast repariert. Ich habe Mist gemacht. Ja, ja. Ein Stückchen mit Schleifstein. Ja, ist richtig nice. Und hier müssen wir gucken, ob das irgendwie ein Stück Natur ist oder so. Das kann auch so ein Kamin sein, weiß ich nicht. Mal gucken. Wir werden sehen.
So, dann in dem Sinne, bis dahin. Bis dahin. Ciao.